Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Emily. Heute würde ich mich ganz gern zum Thema YouTube-Partnerprogramm äußern. Wenn ich mir das mal so überlege, wie ich damals angefangen habe, 2013 mit meinem Kanal, das erste Video hochgeladen und dann der erste Abonnent. Meine Güte, habe ich mich gefreut. Ein einziger Mensch interessiert sich schon mal für das, was ich tue. Und möchte mit dem auf dem Laufenden gehalten werden. Echt Wahnsinn. Und heute, 2018, 5 Jahre später, nachdem ich 2015 nochmal neu starten musste, ganz von vorne anfangen und bin inzwischen bei 2700 Abonnenten fast, das Gefühl habe ich immer noch bei jedem einzelnen Abonnenten. Wobei ich allerdings sagen muss, mir ist absolut schleierhaft, warum die meisten meinen Kanal überhaupt abonniert haben. Wenn man ein Video hochlädt und von diesen fast 2700 Abonnenten noch nicht einmal die Hälfte sich dieses Video anguckt, dann ist das doch ziemlich erstaunlich und vor allen Dingen ernüchternd. Und wenn man dann in diesem YouTube-Partnerprogramm ist, wodurch man ja ein paar Vorteile genießt, unter anderem, dass man auch mit den Videos, die man macht, Geld verdienen kann. Wobei ich gleich mal sagen möchte, dass ich das nicht tue, denn mir geht es nicht ums Geld verdienen, sondern einfach nur um Spaß zu haben, weil es ein Hobby ist. Hat man auch noch den Vorteil, man kann Infokarten in die Videos legen oder einen Abspann setzen, wobei ich gestern erst rausgekriegt habe, dass das zum Partnerprogramm dazugehört. Das wusste ich gar nicht. Aber es kommt wahrscheinlich auch, weil diese Neuerungen erst kamen, als ich schon in diesem Programm drin war. Was dann natürlich bedeutet, dass kleinere Kanäle diese Sachen schon mal gar nicht zur Verfügung haben, was es noch wesentlich schwieriger macht, die eigenen Sachen irgendwie an den Mann zu bringen. Man kann dann auch zum Beispiel Videos geplant hochladen oder nicht gelistet, was dann bedeutet, dass nur die Leute, die den Link zu dem Video haben, dieses Video auch sehen können, was einem auch ein paar Vorteile bringt. Unter anderem in meinem Fall, dass man es vorher testen kann, ob es dann auf dem Handy auch wirklich laut genug zu hören ist. Jetzt möchte YouTube gerne dieses Partnerprogramm einschränken, was bedeutet, die Richtlinien werden geändert und deswegen bekommen Kanäle, die weniger als 1000 Abonnenten haben und weniger als 4000 Stunden Laufzeit des Kanals, also über die gesamten Videos in den letzten 12 Monaten, die bekommen eben halt ein P davor gesetzt. Die werden aus dem Programm rausgenommen. Ich kann jetzt sagen, ich gehöre in Anführungsstrichen zu den glücklichen Leuten, die das Gott sei Dank nicht betrifft. Ich weiß nur nicht, ob ich mich darüber jetzt freuen soll oder ob ich Angst haben muss, was als nächstes kommt. Denn, seien wir doch mal ehrlich, mit so wenig Aktivität auf meinen Videos, was andere vielleicht anders sehen mögen, weil die vielleicht noch weniger Aktivitäten haben, aber da muss ich mich doch fragen, ob die nicht demnächst auf die Idee kommen, noch irgendwo Einschnitte zu machen und einem noch mehr Steine in den Weg legen, als sie sowieso schon tun. Es sind immer nur die Großen, die wirklich irgendwo profitieren und die daran immer größer werden. Und die Kleinen, die dürfen dann in die Röhre gucken. Wenn man nicht schon irgendwo sich mit Größeren zusammengetan hat, also Größere kennt, das berühmte Vitamin B hat, dann kann man auf YouTube anstellen, was man möchte. Man kommt einfach nicht vorwärts. Und ich finde, es sollte nicht die Quantität, sondern die Qualität zählen, also das, was man leisten kann. Und es sollte nicht nach Beliebtheit gehen. So wie ich zum Beispiel, die für sich den Entschluss gefasst hat, ihr Gesicht eben nicht zu zeigen. Ich hab's da schon mal schwerer als andere, die sich dann vor die Kamera setzen und da dann präsentieren, was sie zu sagen haben. Und da sind wir dann wieder beim Thema Beliebtheit. Das kann Vorteile, kann aber auch Nachteile haben.
Denn so wie die Menschen nun mal sind und gerade so in den sozialen Netzwerken, wo sich viele rumtreiben, die einfach gerne mal sich irgendwen raussuchen und dann draufhauen, die sich dann jemanden angucken und meinen, ach, weißt du was, mir gefällt dein Gesicht nicht. Gut, dann wirst du auch nix. Und dann wird derjenige runtergemacht, weil er sich eben halt hingestellt hat und hat gemeint, er muss sein Gesicht zeigen. Das habe ich eben nicht gemacht. Somit habe ich es aber auch noch ein bisschen schwerer. Weil eben halt nicht unbedingt bewertet wird, was man kann. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's? Daran kann man ja nun mal nichts ändern. Nur wenn ich bedenke, was in den letzten Jahren bei YouTube alles verändert wurde und wie schwer das inzwischen geworden ist, überhaupt irgendwo Fuß zu fassen, dann sehe ich wirklich schwarz. Das ist echt übel. Wirklich übel, muss ich ehrlich sagen. Also da fällt mir auch eigentlich gar nichts zu ein. Fängt ja schon damit an, als die umgestellt haben oder beziehungsweise sich getrennt haben von Google+. Da kam ja schon ein riesiger Einschnitt. Das hat man dann an den Kommentaren alleine schon gemerkt. Früher war das ja so, dass die Kommentare, die man über Google+ bekommen hat zu den Videos, die sind dann ja auch unter den Videos mit erschienen. Muss jetzt nicht unbedingt gut sein, aber das hat doch auch schon mit dazu beigetragen, dass Videos gesehen wurden, weil da eben halt mehr Aktivität drauf zu verzeichnen war. Und als Google+ und YouTube sich getrennt haben, ist das weggefallen. Dementsprechend gab es dann auch bei einigen Leuten, so wie auch bei mir, sehr viel weniger Aktivitäten. Und dann wurde jetzt auf ein neues Design umgestellt, um das Ganze dem Handy-Design etwas anzugleichen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so prickelnd. Vor allen Dingen, wenn man das mal anhand der YouTube-Suche sich anguckt. Damals war das so, wenn man in die Suche etwas eingegeben hat, dann wurden einem mehrere Seiten angezeigt. Pro Seite 20 Suchbegriffe oder beziehungsweise 20 Suchergebnisse. Das war ziemlich übersichtlich. Jetzt ist das allerdings so, dass es eine Endlosliste ist. Und da kann das dann schon mal passieren, dass dann einige Videos einfach übergeblendet werden, die einem dann gar nicht mehr ins Auge fallen. Was für viele YouTuber garantiert zum Nachteil wird, weil wer nicht gesehen wird, der wird auch nicht geguckt. Das ist nun mal so. Das ist also ein ziemlich großer Nachteil. Und die nächste Neuerung, die kommen soll, das Creator Studio ist abgeschafft worden, beziehungsweise Editor Studio. Dafür soll es eine Neuerung geben, die wahrscheinlich nicht mehr unbedingt in dem gleichen Ausmaß zu nutzen ist wie früher. Und das verändert allerdings dann auch wieder die Ansicht auf den eigenen Kanal. Wenn man sich zum Beispiel seinen eigenen Videomanager anguckt, wo das jetzt alles schön sortiert zu sehen ist, mit Bild vom Video, den Namen von Video, daneben dran dann rechts die Aufrufzahlen und Kommentare, Likes und Dislikes. Das wird im neuen Design dann auch zu sehen sein, allerdings nicht mehr so schön übersichtlich. Da muss man dann das Bild verschieben, damit man das Ganze dann sehen kann, weil das sehr breit gestaltet ist. Und dann wird das auch nicht mehr vereinzelt aufgezeigt, sondern als Prozentangabe. Da wird dann Dislikes und Likes, eventuell auch Kommentare zusammengerechnet und dann nur noch in Prozentangaben angegeben. Und wenn man tatsächlich genau sehen möchte, wie viel man von was bekommen hat, dann muss man halt mit der Maus eben drüber gehen, damit einem das gezeigt wird. Also finde ich auch nicht gerade sonderlich schön. Aber ich meine, das ist Geschmackssache und es kommt ja auch immer drauf an, wofür man das braucht. Aber ich meine, jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen von dem, wie er etwas nutzen möchte. Ich finde es jedenfalls nicht gerade sonderlich komfortabel. Ja.
Das ist so meine Meinung zu dem Ganzen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mich mal ein paar meiner Abonnenten der Lüge strafen würden und würden sich dieses Video tatsächlich auch ansehen, dazu vielleicht ein Like geben, kommentieren und es auch teilen. Das wäre wirklich toll. Vielen Dank, eure Emily.